Gibt's noch? So. Und Kohle haben wir auch hier. Nice. Gut, wie bin ich jetzt da? Ich bin, indem ich hier eins rüber gejumpt bin, drauf gekommen. Genau. Oder willst du mich verarschen? Da oben? Nee, keine Zeit. So, weil es gleich dunkel wird. Zack, abum. Der Beat passt gerade so. Zu unserem Jump-Verhalten. So ein Jumping-Check. Yeah. Dann natürlich ganz vergessen. Ja, das sieht auch geil aus. So. So. Ja, wir sind wieder zurück. Krautes Heim. Noch nicht ganz fertig gebaut. Stärke 4. Schlecht. Dia zu Dia. Dia kann ich nicht. Hoppala. Da reinpacken. Das ist der andere Diamant. Da waren die ganzen Erze. Jetzt komme ich auch mal rüber. Das nehme ich rüber. Das nehme ich rüber. Passt. Zuerst einmal schlafen. Oh. So. Alles klärchen. Ja, jetzt habe ich... Egal. Dann ist es halt so. So, Roheisen, Holzkohle. Jetzt können wir nämlich, da habe ich das. Aha. Keine Holz mehr. Oder fast gar keins mehr. Habe ich noch irgendwelche Stocks? Nee, Stocks habe ich keine mehr. Kann doch, glaube ich. Ja, das geht. Noch zwei. Nein, so. Jetzt habe ich das Eisen rübergepackt. Drei Eisens. Jeff Bezos wäre stolz auf Eisos. Eisos ist der kleine Bruder von Bezos. Der Cousin fünftes Grades. So, drei Minuten gerne. Zack, zack, zack. Jeff Bezos, der wäre noch nicht schlecht. Ah, das ist jetzt wieder
Zomba, ich verstehe. Hoppala. Hab gefurzt. Oh. Da kriegt man im Let's Play keine Fürze. Man hört es nicht. So. Ja, und ansonsten. Was steht so in der Pipeline? Bald ist September. Und der September wird richtig wild. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Da kommen so viele neue Spiele raus. Mittlerweile ist es so, so viele Spiele. Sowas von gar keine Zeit. Oh Mann. Starfield. The Crew Motorfest. City Skylines 2 kommt raus. Der 1 war schon geil, der 1er. Am Anfang war ich nicht so Fan davon, weil man konnte recht wenig. Mittlerweile gibt es so viele geile Mods. Und deshalb feiere ich das Spiel richtig. Auch die DLCs, die sie rausgebracht haben. Ich meine, das Spiel ist im Jahr 2015 rausgekommen. Bis 2023 haben die DLCs und Packs und alles weiter rausentwickelt und immer wieder reingepatcht. Das müsst ihr vorstellen. Ein Spiel, das 8 Jahre alt ist, kriegt immer noch so Content-Patch. Und jetzt ist es soweit. Es kommt ein zweiter Teil raus. Wo, sagen wir mal so, viele Sachen. Ich wollte jetzt gleich mal sagen, aber wo viele, viele Sachen besser macht. Das ist der erste Teil. Klar, die Entwickler haben ja jetzt über die Jahre Feedbacks und Erfahrungen sammeln können. Aber was da entstehen wird, das ist gigantisch. Ich habe noch nicht viele Trailers gesehen. Aber wenn man so die City-Bilder Community anschaut, dann sieht man da ganz, wie die offen schwärmen von dem Spiel und sagen, ah, das wird die geilste Zeit. Man wird so viele geile Städte bauen können, dass weniger Grenzen gesetzt sind als noch im Vorgänger. Gut, die Grenzen wurden dann mit den Mods irgendwann mal auch wie beseitigt, zu Recht gemoddet. Von dem her, ja. Sind wir da kommen wir da auf eine geile Zeit und dann ist wieder Oktober, November, Dezember. Eh wieder ganz, ganz, ganz viele Spiele rauskommen. Was ich mir sehr wahrscheinlich dieses Jahr nicht holen werde, ist FIFA. FC 2024. FIFA Club 24 heißt es ja. Nee, nicht FIFA Football Club 24 heißt es ja jetzt. Was ja eigentlich komplett bescheuert ist. Und jetzt will dieser Infantino ein eigenes FIFA-Spiel rausbringen. So Spieler sehe ich ja. Leute, wir brauchen nicht noch mehr Spiele. Wir brauchen ein einziges Spiel, was funktioniert. Wirklich. Also von mehreren verschiedenen Genres könnt ihr schon verschiedene Spiele machen, aber da. Fußballspiele auf dem gleichen Prinzip, da gab es halt nur FIFA. Jetzt brauchen wir nicht irgendwie, der Infantino will Cash mit FIFA machen, dann macht er ein eigenes FIFA-Spiel, weil er die Namensrechte wieder hat. Und, wozu? Warum? Braucht kein Mensch. Es geht ja immer nur ums gleiche Pay-to-Win. Mit dem einzigen Unterschied, dass ich jetzt dann nachher, dass nachher die Leute, wenn sie das Spiel wegen dem Namen kaufen, nicht mehr EA in den Arsch stecken, sondern direkt der FIFA in den Arsch stecken. Klar, FIFA kriegt ja auch immer wieder, so wie ich das mitbekommen habe, von den Transaktionen oder von der Lizenzen, auch die Lizenzgebühr von EA. Also EA muss da immer was bisschen abdrücken. Darauf hat ja EA nicht so wirklich Bock, weil es ja mit Need for Speed und Battlefield ihr ganzes Budget so ziemlich verballert haben und
alles falsch gemacht haben, was man falsch machen kann. Und deshalb müssen die jetzt irgendwie, brauchen die mehr Kohle. Ne? Und so eine Lizenz weiter zu machen, zu betreiben oder zu kaufen jedes Jahr, das kostet Geld. Und sehr wahrscheinlich nicht wenig. Wenn man bedenkt, dass was da bei der FIFA aktuell so abgeht. Nicht nur FIFA, UEFA, auch genau das gleiche Schlimme. Jetzt, wo alle Fußballstars in die Saudi-Arabische Pro-Liga gehen, ist ja schön. Können das machen. Wie viel Geld da denen in den Arsch gesteckt wird, dass die für einen saudischen Club spielen, über den sie vorher und dass das Angebot so hoch war, davon gehört haben. Naja, jedem das seine. Ich will nicht damit sagen, dass das schlechte Ligen sind. Überhaupt nicht. Ja. Ich hatte vorher, wusste ich nicht mal, dass die eine eigene Pro-Liga haben. So schlimm ist es. Also, eben, dass die Fußball spielen können, das glaube ich. Das ist nicht das Problem. Aber ich habe wirklich davor, vor dem Wechsel von Cristiano Ronaldo, nie von einem Al-Nassr-Club gehört. So hart es sich auch anhört. Nee, habe ich nicht. Ich war halt so mit den Top 6 großen Ligen beschäftigt. Ne? Und ich habe von den Clubs nur erfahren, klar gab es da immer wieder vielleicht so ein paar Fußballspieler, die nicht so gut waren. Also nicht so gut waren, weil sie verdienen ja mit uns Fußballer Geld. Dann müssen die ja gut sein. Machen wir etwas besser als ich, der hier euch irgendwie wie ein Idiot Minecraft-Let's Play-Videos zeigt und YouTube-Shorts hochlädt und TikToks macht und livestreamt. Auf jeden Fall. Davon hat man einfach mal gehört, ja, der geht da irgendwo dahin. Fertig. Mehr hat man da nie gehört. Und dann hört man zum ersten Mal von denen, weil sie ein so lächerlich hohes Angebot für einen fast schon in Rente geschickten Fußballspieler machen. Und erst seitdem kennt man diese Liga. So im großen Stil kennt man die Clubs, wobei vielleicht auch nur flüchtig. Und man kennt große Namen, die dort hingegangen sind. Neymar, Messi ist zu Inter Miami, das ist ein anderer Kontinent. Aber Neymar, Mané, Cristiano Ronaldo, Ruben Neves. Es gibt noch andere. Ich habe mich zu wenig damit befasst. Aber ich verfolge es. Also, ich will es auf dem Schirm behalten. Wer weiß, vielleicht werden sie dann auch besser. Also besser im Sinn von die saudi-arabische Nationalmannschaft. Die eigentlich nie schlecht war. Aber halt mit vom Niveau her nicht so auf dem gleichen Stand wie europäischer Fußball. Was ja auch verständlich ist. Die haben so eine Hitze, andere Sportarten. Ja. Spielt man eigentlich dort? Kamelreiten? Nee, jetzt wirklich ohne Scheiß. Also, was ist so der Kultursport von den Saudis? Ja, was ist das? Was wird da am meisten geschaut? Ich google jetzt mal. Ne? Nur weil es mich einfach interessiert. Kultursport Saudi-Arabiens. Treibt Einfluss durch Sport. Für was ist Saudi-Arabien? Besitzt du den bedeutendsten Pilgerstätten der ganzen Welt? Ja, Mekka. Das, ja, deshalb kennt man es, aber. Welche Sportarten sind in Saudi-Arabien populär? Fußball ist der beliebteste Sportart. Ist die beliebteste Sportart. In den letzten Jahren hat der Sport an Popularität gewonnen. Badminton, Basketball, Bogenschießen, Eishockey? Was? Die spielen Eishockey?
Die haben eine Nation. Was? Gegen Kuwait?